Hallo meine Lieben und herzlich willkommen. Mein Name ist Captain Bam, dies ist das Spielemagazin und ihr seid live dabei, wie ich hier versuche, wieder ein Stück weit Normalität hier in Ark Survival Evolved herzustellen. Denn wie ihr ja wisst, ich habe meinen Speicherstand verloren von der ersten Staffel. Und ja, jetzt auf jeden Fall bin ich aber wieder auf einem relativ guten Wege. Dinge wieder nachzuahmen. Oh, stimmt, da war ja noch was. Hallo. Explorer Note. Da ist sie, die erste. Die erste für mich, seit ich jetzt wieder neu angefangen habe zu spielen. Sehr schön, sehr schön. Sieht gut aus. Ich klappe wieder zu. So. Zack. So, ich will nämlich hier rüber. Wer weiß, was mich hier erwartet. Oh ja, gar nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Ziemlich gut sogar. Oh mein Gott, ist das dunkel. Hallo? So. So, jetzt wollte ich hier doch tatsächlich nochmal so ein paar Steine einsammeln. Auch wenn das hier so ein bisschen mühsam ist, das auf diese Art und Weise zu machen. Statt sie einfach nur aus dem Fels zu schlagen. Aber... so ist es halt. So, weil ich es gerade sehe, würde ich vielleicht gerne noch... gerne noch so ein bisschen was einsammeln an... an Materialien, um das hier reparieren zu können. Da brauche ich noch einen Feuerstein. So, in der Zwischenzeit sammle ich einfach mal ein paar Steine ein. Ich glaube, das ist mal kein Fehler. Gut, ich könnte natürlich auch so langsam mal versuchen. Aber das mache ich ganz in Ruhe. Und langsam. Ihr wisst ja, wie oft ich gestorben bin beim ersten Durchgang. Ich will es jetzt hier nicht gleich wieder drauf anlegen. Boah, das ist relativ nah. Da könnte man, könnte ich eigentlich fast wagen, mal hinzudackeln. Vielleicht jetzt nicht gerade im Sprint, nur für den Fall, dass mir doch noch unterwegs was begegnet. So, und den da könnte ich eigentlich mal zähmen. Was ist jetzt schon wieder? Verdursten. Oh. So, wie sieht's aus mit dir? Hättest du Bock? Bist du ein bisschen was zum Essen? Was? Seltener Pilz. Meine Güte. Ah, da ist einer von den Gesellen. Finde ich nicht so cool. Mach mal einen großen Bogen drumherum. So. Ah, der kommt erst runter. Ah, ist noch nicht da. Noch nicht da. Aber dafür haben wir hier doch irgendwo eine... ah, ja, genau. Da. Explorer Note. Sehr schön. Das ist Nummer 2. So, mittlerweile ist... Versorgungskiste auch da. Boah. Bin ich nur leider überladen. Was davon? Ach so, Moment, hier. So kann ich mir natürlich auch behelfen. Sehr gut. Prima. Super. Dann sammle ich noch ein bisschen was ein. Okay. Und dann gehen wir langsam wieder zurück, versuchen das mittlere Beet auf meinem Floß zu errichten. Nahrung.
Nahrung. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich so viel bringt hier. Aber gut. Das hier bringt auf jeden Fall was. Ich denke mal, Gesundheit bringt immer noch am meisten. Aber jetzt mal ein paar Steine einzusammeln, ist auf jeden Fall kein Fehler. So. Und dann sollte ich mir auch mal so einen Triceratops anlachen. Der kann nämlich für mich eine ganze Menge tragen. Dann wird das alles hier auch so ein bisschen einfacher. Gut, aber sei es drum. Jetzt sind wir erstmal wieder hier. Und schauen hier in den Schrank und stellen doch erstmal, das ist das kleine Beet, wo ist denn das große hier? Einmal herstellen. Nochmal geht nicht. Was fehlt mir? Holz. Oh, Holz kriege ich hin. Wenn das alles ist. Haha! Platzieren. Großartig. So, jetzt haben wir hier, steht ein Dodo im Weg. Aber das hier, das geht. Aufheben. So, und jetzt das zweite Beet. Geil. Yay. So, damit haben wir das geschafft. Nicht gedüngt. Das scheint mir aber kein Problem. Moment. Wo ist der Schrank hier? Nicht gedüngt ist ein Gerücht. Das kriegen wir hin. Was ich nicht habe, sind diese Samen. Die passenden Samen. Ich würde ja gerne diese Narco-Berries hier züchten. Das geht noch nicht. Hui. Ah, Mann. Ich krieg die Scheiße nicht aufgehoben hier. Im wahrsten Sinne des Wortes. Na? Sag mal. Will ich mich verarschen? Der brütet echt auf seiner Kacke. So. Jetzt. Endlich. Stunden später. So, jetzt haben wir das geschafft. Dann vielleicht einmal kurz hier hin. Das kann ich eigentlich darüber tun. Das brauche ich auch nicht mit mir rumtragen. Ah, hier habe ich schon, 11 Betäubungspfeile. Und nicht, als wäre es nicht genug. Ich kann ja noch mehr herstellen, weil ich habe jetzt 60 Pfeile. Und ich habe das, jawohl. Sechs Betäubungspfeile. Jetzt habe ich 17. Sehr, sehr gut. Dann gehen wir einmal hier hin und stopfen hier mal so ein bisschen ein paar Beeren rein. Das ist mal kein Fehler. Die Samen kann ich auch mal da reinmachen. Das auch. Das machen wir auch weg. Genau. Jetzt können wir mal eins essen. Der Rest ist gut. Lass mal, wie es ist. So, hier drüben. Ja. Okay. Also, jetzt müssen wir mal ein bisschen umschichten hier, damit die Sachen auch alle am richtigen Fleck sind. Also, hier werde ich so Ausrüstungsgegenstände reinparken. Wohingegen ich dann die ganzen, gerade so Fressalien und so, die kommen dann alle drüben in den Räucherkühlschrank. Das ist ja ganz gut. Das kommt hier rüber. Das brauche ich gerade nämlich nicht. Das ist ein zusätzlicher Bogen. Den brauche ich gerade auch nicht. Der wiegt nämlich relativ viel. Diese Pfeile könnte ich auch mal splitten. So, der Rest ist cool. Ah, das da noch. Genau, das machen wir auch noch darüber. Brauche ich gerade auch nicht. So. Und hier drüben mache ich meine Sachen hin, mit denen ich dann irgendwas bauen möchte. Muss mich halt umgewöhnen, aber ich glaube, das wird dann schon klappen. So. Metall.
Genau. Hier drüben kommen jetzt noch die Beeren, Samen und was man halt sonst noch so hat. Vor allem auch rohes Fleisch. Ja, kann ich auch so machen. Das ist jetzt... Ah ja, das ist... ich habe kein Holz. Okay. So. Nochmal ein paar Beeren. Und das bedeutet, ich kann auch wieder ein bisschen Narkotika herstellen. Sehr gut. Soweit so gut, möchte ich sagen. Was brauche ich denn jetzt noch? Na, eigentlich nichts mehr. Bloß noch ein paar Narcoberry-Samen werden ganz geschickt. Alles Weitere kriegen wir dann, glaube ich, eigentlich hin. Und dann könnte ich mich nämlich schon wieder auf große Fahrt begeben. Schauen wir mal, ob ich irgendwo ein paar Narcoberry-Samen finde. Viel brauche ich ja gar nicht. Nur ein bisschen was. Dann sammle ich auch mal Fasern im großen Stil. Das ist nicht so schlecht. Da gab es auch ein paar Samen, aber es sind die falschen. So. Und dann könnte ich nämlich mal echt versuchen, einen Triceratops für mich zu begeistern. Schon wieder. Lalalala. Ich springe in das Meer. Oh, übrigens, ich brauche noch so. Ich weiß nicht, wie die heißen. Da gab es doch diese. Die mit dem Chitinpanzer. Ich habe es leider vergessen, wie sie heißen. Aber ihr wisst, was ich meine. Die man. Die haben dann nicht nur den Chitinpanzer und auch nicht nur dieses diese Perlen, sondern die bieten auch Öl. Aber hier gibt es die scheinbar nicht. Zumindest sehe ich gerade niemanden. Bin ich jetzt erschrocken, Mensch. Dieses Spiel macht mich echt wahnsinnig. Also gut, jetzt könnte ich das mal wieder probieren, oder? Probieren wir es doch mal. Klappt ja super. Jetzt fall halt hin. So, und jetzt kann ich den noch füttern. Richtig? Lege Nahrung ins Inventar zum Zähmen. Hier. Die kriegst du auch noch. Yay! Mensch, das läuft ja schon wieder richtig gut. Ich bin zufrieden. Genau, die Pfeile wieder einsammeln übrigens. Nee, kriege ich die nicht mehr? Früher gab es sie doch zurück. Ja, okay. Es läuft ganz gut. Lassen wir ihn mal in Ruhe essen. Und dann habe ich wieder einen Triceratops. Level 19 immerhin. Vielleicht hat er sich deswegen auch so gut gewehrt. Weil der schon relativ fortgeschritten ist in seiner Entwicklung. Wie sieht's denn aus? Haben wir noch genug zum Essen? Ja. Kein Problem. Du, dann gehe ich mal nebenher einfach einen Baum fällen.
kann ich mir nämlich wieder ein bisschen Feuer machen. Lalalalala. Ich bin ein Holzfäller und ich hack Holz. Denn Holz, ja, das macht mich wirklich stolz. Nebenbei kriege ich auch noch etwas Stroh. Hab ich im Kopf, ja, das macht mich so froh. Ja, genau, ist noch ein bisschen was und dann legst du dich nochmal hin. So, jetzt gucken wir hier mal ganz kurz. Das wäre wichtig. 3 Punkte. Nahkampfschaden, Bewegungsschnelligkeit. Was ist denn Resistenz? Resistenz. Cool. Was? Echt jetzt? 596 Punkte? Boah, ich kann die in der nächsten Ausgabe... Wisst ihr ja, was passiert. 596? Also ich habe ja auf Anraten der Zuschauer habe ich ja das Ganze hier so ein bisschen optimiert. Insbesondere dieses XP-Leveling. Und muss jetzt sagen, es läuft ganz gut. Okay, vielleicht kann ich es ja bei Gelegenheit wieder ein bisschen humaner einstellen, weil ich glaube, Faktor 3 ist einfach ein starkes Stück. Wieso wird denn das hier so rot? Das habe ich noch nie so gesehen. Boah, Hammer. Yay! Und wir wissen ja, wie er heißt. Er heißt Trike. Bäh. 1. Ah, nee. Cool. Da ist er. Mein erster. Und hat schon geschissen. Mensch, noch nicht mal. Hat noch nicht mal einen Sattel. Und schon geschissen. Zum Reiten mit Sattel ausrüsten. Ja, ja, okay. Da muss ich mich drum kümmern. Aber jetzt auf jeden Fall habe ich mal. Habe ich mal einen Trackbam. Der erste. In dieser Staffel. Vor dem habe ich immer noch Respekt, diese Raptoren. Waren nicht immer meine besten Freunde. Oh, das kenne ich ja gar nicht, oder? Doch, den habe ich gesehen. Der ist harmlos. Ja, doch, den habe ich mal gesehen. Okay, lass uns mal dahingestellt. Da ist mein Trackbam. Ja, cool, Leute. Es entwickelt sich doch eigentlich ganz ordentlich hier. Was habe ich denn noch so eingesammelt? Hier Holz, jede Menge. Ich glaube, ich muss die Punktevergabe echt ein bisschen eindämmen aufs nächste Mal. Ja gut, meine Lieben, mein Name ist Captain Bam. Ihr seid die Besten. Morgen geht's weiter und ich freue mich drauf. In diesem Sinne, macht's gut. Tschüss. We'll be right back.